Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir reden über Autobahnen in Deutschland und da hat es mehrere Jahre andauernde Diskussion gegeben zwischen Bund und Ländern. Und diese Diskussion hat dazu geführt, dass man die Verfassung geändert hat, dass man gesagt hat, der Bund solle alleine, einzig und alleine für die Autobahnen zuständig sein, damit das Gezerre, das es offensichtlich in der Vergangenheit gab, zwischen Bund und Ländern aufhört, damit es eine konsistente Planung und Bewirtschaftung allein unter der Regie des Bundes stattfindet. Meine Damen und Herren, das ist seit dem 01.01.2021 der Fall. Und jetzt sind wir 2 Jahre später, Herr Wissing ist Verkehrsminister, und es passiert etwas Interessantes. Die Länder, auch Nordrhein-Westfalen, werden plötzlich gefragt, ob sie ein bestimmtes Rechtsregime auf Autobahnplanungen, mit denen sie gar nichts mehr zu tun haben, anwenden sollen. Also offensichtlich scheint diese Zuständigkeitsverlagerung bei Herrn Wissing ja irgendwie nicht ganz so funktionieren, weil sonst gäbe es diese Nachfrage ja nicht. Sonst müsste es ja nicht sein, dass sich hier an der Stelle rückversichert wird. Und meine Damen und Herren, wir haben dann am 18. April einen Brief bekommen, dass wir zu 66 Teilprojekten bis zum 28. April, also innerhalb von 10 Tagen, Stellung nehmen sollen, ob wir hier ein Einvernehmen zu allen, nicht einem einzelnen oder einem Teil der Projekte, zu allen diesen Projekten Einvernehmen erteilen. Meine Damen und Herren, jedes verantwortungsvolle Regierungshandeln gebietet, dass man mindestens mal die Fragen stellt, was hat denn diese Rechtsänderung, wohlgemerkt, es geht überhaupt nicht darum, ob gebaut wird oder nicht gebaut wird. Das war sowieso klar, es wird in jedem Fall gebaut. Es geht einzig und allein darum, dass ein anderes Rechtsregime angewendet werden soll. Und dann muss man doch die Frage stellen, was hat das für Konsequenzen? Und das fängt dann schon damit an, dass man fragt, wieso eigentlich diese 66 Projekte aus den festdisponierten und dem vordringlichen Bedarf, aber es sind interessanterweise nicht alle. Warum wird das in anderen Ländern anders gemacht? Also ganz offensichtlich konsistent war diese Auswahl an der Stelle nicht. Die zweite Frage, die man sich doch stellen muss, ist doch die naheliegendste und wir wollen doch alle Beschleunigung. Selbst wenn man über das ein oder andere Projekt streitet, dass es künstlich in die Länge gezogen wird, das will dann am Ende niemand. Aber die Frage muss man doch stellen, bringt dieses Gesetz dann tatsächlich für jedes einzelne Projekt eine Beschleunigung? Gerade dann, wenn es zum Beispiel, und da haben wir Beispiele dabei, komplett zu Ende geplant ist oder die Planung noch gar nicht angefangen hat, beschleunigen wir etwas, was es überhaupt nicht gibt? Diese Frage ist doch sehr berechtigt. Und dann muss man die Frage stellen, und das ist auch verantwortungsvolles Regierungshandeln, bedeutet diese Beschleunigung dann auch, dass Schutzstandards abgesenkt werden oder nicht? Weil selbstverständlich ist, dass wir natürlich wollen, dass Menschen vor Lärm von Autobahnen geschützt werden, dass wir selbstverständlich ein Interesse haben, dass unsere Natur und Landschaft möglichst wenig in Mitleidenschaft gezogen würden. Ich habe jedenfalls noch nie jemand anders gehört. Und meine Damen und Herren, und dann muss man auch die Frage stellen und das deutlich machen, welche Folgen hat das für die notwendigen Sanierungsprojekte in Nordrhein-Westfalen? Weil wir haben ein Riesenproblem mit der Sanierung. Und all diese Fragen haben wir gestellt. Wir haben bis heute keine Antwort bekommen. Und ich kann nur darauf schließen, dass es ganz offensichtlich so ist, dass diese Fragen nicht beantwortet werden können. Und meine Damen und Herren, verantwortungsvolles Regierungshandeln heißt dann auch, dass wir die Verantwortung für diese
Maßnahme bei dem belassen, der nach der Verfassung dann auch dafür verantwortlich ist, der diese Verantwortung dann auch entsprechend trägt. Deshalb haben wir das Einvernehmen erteilt, damit es am Ende nicht heißt, ihr seid schuld, wenn da irgendetwas nicht funktioniert, sondern das ist allein der Bundesverkehrsminister. Wir jedenfalls werden für Erhalt und Ausbau der Infrastruktur für eine nachhaltige Mobilität weiter streiten und werden im weiteren Gesetzgebungsverfahren sehr genau darauf achten, dass hier die Interessen des Landes Nordrhein-Westfalen gewahrt bleiben. Meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.